Der 1. FC Saarbrücken hat gestern Abend sein erstes Heimspiel in der neuen Fußball-Regionalliga-Saison verloren. Gegen Darmstadt gab es ein 0:1. Reaktionen. Jubel bei den Gästen aus Darmstadt. Diskussionen der Saarbrücker über eine wichtige Szene. Unter dem Strich allerdings war die 0:1 Niederlage in Ordnung. Ja, heute hat die bessere Mannschaft gewonnen. Das Tor des Tages fiel in der 68. Minute. Vorausgegangen war dem Treffer diese Szene. Ein Zweikampf zwischen Nico Beigang und dem Saarbrücker Innenverteidiger Mansur Asumani. Schiedsrichter Kempter zeigte sofort auf den Punkt. Also ich meine, er war außerhalb, aber es war auf jeden Fall eine kritische Situation, oder, wo man darüber diskutieren kann. In der Tat ein Elfmeter zum Streiten. Für Darmstadt ein klarer Fall, für die Saarbrücker ein zweifelhafter Fall von Beigang. Aus dieser Perspektive kann man die Entscheidung des Schiedsrichters anzweifeln. Aus dieser Sicht war der Elfmeter berechtigt. Stefan Leitl ließ Peter Eich keine Chance. Mit diesem Treffer in der 68. Minute war im Prinzip dann auch die Saarbrücker Niederlage besiegelt. Tatsache ist natürlich, dass das schon schmerzhaft ist, wenn man gerade im Heimspiel das erste Spiel vor eigenem Publikum verliert. Und eigentlich auch so unnötig verliert, weil wir die erste Halbzeit eigentlich verschlafen haben. Hellwach waren die Saarbrücker Fans unter den 8.300. Aber auch die Ex-Saarländer Achim Fuderer, früher SVE, und Eschendu Adiele, früher 1. FCS in der Innenverteidigung, sowie Torwart Bastian Becker bei den Lilien. Dennoch hatte Saarbrücken die erste gute Chance durch den Franzosen Jonathan Chequier. In der Folgezeit fehlte dem Spiel des 1. FCS die Dynamik und die Überraschungen aus dem Mittelfeld. Während Darmstadt immer mehr Raum hatte und dies auch zu dieser Chance durch Mann nutzte. Saarbrücken ließ den Gegner im eigenen Stadion agieren und reagierte nur noch. Im Mittelfeld die Bälle leichtfertig verloren und dadurch hat Darmstadt fast schon spielerisches Übergewicht gehabt, obwohl sie hier auswärts gespielt haben. Auch in Halbzeit 2 waren gute Kombinationen wie in dieser Szene selten. Auch jetzt fehlte der Druck und Kreatives aus dem Mittelfeld. Dennoch gab es Chancen. Auch kurz vor Ende, nach diesem Freistoß von Hatschi durch Clément Halle. Nach dem Sieg in Ingolstadt war dies ein Schritt zurück. Es wird der nachher mit oben stehen, der kontinuierlich die Saison durchspielt und auch solche Rückschläge verkraftet. Und in solchen Situationen, dann muss die Mannschaft halt zeigen, dass sie auch eine Truppe ist. Also bis dieses Spruchband zu Recht im Park ausgerollt werden kann, müssen noch ein paar Spiele absolviert werden und muss sich die Mannschaft erheblich steigern.